gekostet. Ja, mit so vielen Taschen. Und sehr viel genäht. Ja. Die hält was aus. Jahre. Mhm. Jahre sogar. Jahre. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, in einer unbekannten, ja, ihr kennt den Hintergrund eh schon, ich habe gerade mit der Oma diskutiert, warum ich meine Videos immer vom gleichen Hintergrund hier mache. Ich bin wieder mal entmunden bei der Oma. Wir haben heute ein weiteres Format von Oma nach Preisen erraten. Da freue ich dich schon drauf, gell? Ich habe dich nicht verstanden. Ich habe auch am Blödsinn geredet. Ich habe gesagt, Oma nach Preisen erraten. Aber setz dich mal her, die Linzi-Oma, liebe Freunde. Hallo, meine Lieben. Wir sehen uns wieder. Ja, bist wieder da. Ich muss noch ein, zwei Worte aufgrund, ich habe jetzt den Job meiner Kollektion gehabt, Oma. Hast du das mitbekommen? Hast du mitbekommen? Ihr hoffentlich auch. Es war wieder sehr erfolgreich, Freunde, bis auf ein paar Dinge, die wir einfach noch lernen müssen. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Größen in M und L bestellt und trotzdem waren die nach einer Minute wieder alle weg. Vom babyblauen Hoodie und von der Zipjacke. Das muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall noch besser machen. Das ist mir natürlich bewusst. Vielen lieben Dank für all jene, die sich was geholt haben. Und wer wieder nichts bekommen hat, keine Sorge, Freunde. Einer Woche am Freitag, Retourenjob. Also da habt ihr dann nochmal die Möglichkeit. Jetzt will ich auch gar nicht mehr länger quatschen. Ich hoffe, ihr könnt euch an dieses ungewohnte Bild mit den Nägeln gewöhnen. Kannst du dich dran gewöhnen? Nein, überhaupt okay. Nicht. Also. Ich lese in den Kommentaren, dass sie meine Videos nicht mehr schauen wollen, weil ich jetzt Fingernägel lackiert habe. Ja, das... Das kannst du verstehen? Kann ich verstehen. Und die, das ist eine Oma. Ja? Ich kann sie dir ja wieder weggeben. Das ist nett von dir. Mit Aceton. Also für alle jungen Leute unter euch, ja, gibt es das gleiche Mindset wie meine Oma. Vielleicht sollte man das nochmal überdenken in 2021. So, jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen, Oma. Wir fangen an mit den ersten Sachen. Ich gebe dir wieder ein paar Pieces und du musst erraten, wie teuer das circa war. Ich werde mich einmal bemühen. Du hast dich sonst nicht bemüht? Na, ich hab's Bauchgefühl so gesagt. Wir fangen mit dem ersten Shirt an. Eins meiner Lieblingsshirts, Oma. Und zwar ist es dieses hier. Wow! Was steht da drauf? Gucci. Was noch? Sexness. Ich sag Signis. Signis? Gucci Signis? Was? Magst du es mal nehmen? Was ist denn das für... Gefällt dir das nicht? Naja, ich. Die Oma mit Gucci Sexiness, das finde ich eigentlich ganz witzig. Also, ich nehme das nicht, aber okay. Es sind welche da, die wollen es. Ich zum Beispiel? Ja. Mit den bunten Fingernägeln. Verrückt. Verrückt, ja. Das war ich immer schon. Verrückt. Oma, was sagst du von der Haptik her? Wie fühlt es sich an? Sehr gut. Sehr gut? Ja. Ja. Ja, die Qualität von dir ist perfekt. Das ist aber nicht meins, das weißt du. Ja, das ist von der Mama. Ich meine das da. Ach so. Wieso? Das ist ja nicht meine Marke, Oma, das ist Gucci. Ja, Gucci. Diese Qualität, das Gewebe ist sehr fest. Sehr fest. Und da bleibt auch so, wie es ist nach dem Waschen. Ja, naja, das ist nur Handwäsche, das darf man nicht in die Waschmaschine geben. Ich hätte schon in die Waschmaschine. Ja, ich weiß sehr, Oma. Ich habe schon genug mit dir durchgemacht. Sag das nicht. Ich habe einmal ein Volcom-Hemd gehabt und die Oma hat es gebügelt und der komplette Print ist runtergegangen. Das war mein Lieblings-Volcom-Shirt in meinen Skater-Zeiten. Also, was schätzt du, Oma? Was kostet das? 250. 250? Ja. Nicht ganz. Ich habe 500 Euro dafür bezahlt. 450 Euro das Shirt und 30, 40 Euro oder 50 Euro Zoll. Für was? Nur für das Shirt? Nur für die Marke. Ja, für das T-Shirt von der Marke, ja. Von der Marke, gut. Das findest du ganz normal? Also, ich würde sagen, 250 passt. Findest du es übertrieben, 500 Euro für ein T-Shirt auszugeben? Ja. Okay, dann sind wir uns da ja einig. Weil da muss ich viel verdienen. Ja, wie viel verdienst du? Ganz wenig. Okay, Oma. Ganz wenig. Wir beginnen. Drum bin ich schon so bescheiden. Sollen wir noch ein Shirt machen? Ja, ja. Okay, bitteschön. Vielleicht zeigst du es einmal her. Was ist das für ein Ding? Das ist ja super. Mhm, mhm, mhm. Von welcher Marke könnte das sein?
Von dir. Aha, okay, das hast du erkannt. Na, wenigstens was. Von dir. Wie fühlt sich das im Vergleich zum vorigen Shirt an? Noch besser. Na, es war klar, dass du es sagst. Noch besser. Noch besser, weil erstens einmal von dir. Ja, na klar. Ist sehr klar. Die Oma ist sehr unparteiisch. Und zweitens ist es. Ist der Fokus ehrlich? Ja, grüß euch, ich wollte nur Fokus kontrollieren. Es ist waschbar, genau. Da sind wir nicht so happig. Also, das kann man einfach in die Waschmaschine geben bei 40 Grad. Hast schon ein paar. Ja. Was kostet das, Oma, wenn du jetzt weißt, dass von meiner Marke ist? Das weiß ich jetzt und das kostet 300 Euro. Das wäre nice. Das wäre ziemlich nice, wenn ich es für 300 Euro verkaufen würde. Nein, 100 Euro, Oma. 97 Euro. Sehr günstig. Ich würde es gleich wieder kaufen. Ja, aber das gibt's nicht. Das ist das Friends and Family Shirt. Das haben nur ganz, ganz wenige. So, Oma, wir gehen jetzt weiter. Ich zeig dir jetzt mal eine Hose. So. Mit den Hosen. Oh, mir gefällt alles, was du hast. Das freut mich, Oma. Ja. Also mein Style, wer auch immer den bekritteln mag, bei meiner Oma kommt er gut an. Und das ist das Wichtigste. Da habe ich zu viel gesprochen. Das würde ich... Ist ein bisschen kaputt, gell? Ja. Ist das neu? Ja, ganz neu. Oh, die habe ich zweimal getragen bis das jetzt. Das ist nicht meines, weil da würde ich schon wieder... einbiegen und drüber nähen. Die haben eh was eingenäht, siehst du das? Und Farbkleckse sind auch oben. Ja, eben. Gallery Department heißt diese Marke. Also das ist, dann ist aber die Jugend, ich habe sie ja schon gesehen bei dir. Tu nicht immer so hoch, weil man sieht sonst dein Gesicht nicht mehr. Bei dir habe ich es gesehen. Ja. Und es hat mir sehr gut gefallen. Stimmt, beim Osterfest hast du die schon gesehen, gell? Und hat mir sehr gut gefallen. Was glaubst du, kostet die? Die kostet, ja, mit so vielen Taschen und sehr viel genäht. Ja. Die hält was aus, Jahre. Mhm, Jahre sogar. Jahre und kostet für mich, modern ist sie auch, weil das, woran erkennst du das, dass sie modern ist? Das ist so eingezeichnet. Ein Camouflage-Muster. Wie heißt das? Camouflage. So, sag's mal nach. Camouflage. Richtig. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, das ist noch, die ist ja schon weit geschnitten. Richtig, das ist eine Schlaghose, Oma. Eine Schlaghose, mhm. Die ist ja schon, ja, die, wenn jemand groß ist, passt das sehr gut mhm. Und jugendlich. Findest du, dass ich groß bin? Ja, sehr ja, groß. Sehr gut. Also, da würde ich sagen, 420 doch Euro. So viel geschätzt. Ja. Ja, ja. Ja, sie kostet im Retail tatsächlich so um die 400, 500 Euro, 400 eher. Ich habe aber dafür bezahlt 790 Euro, also fast 800 Euro für eine Hose. Ja, das ist eine Herrenhose. Also. Da ist die Qualität aber in Ordnung, oder? Mir gefällt sie sehr gut. Sehr gut, Karhard. So, jetzt machen wir es ein bisschen spannender. Momentan gefällt sie mir. Jetzt gehen wir zum vorletzten Ding. Sehr modern ist. Ja, das stimmt. Wir gehen zum vorletzten. Kannst du die Hose mal auf die Seite legen? So, das ist dieser Pullover. Oh, da ist die Rolex gleich mitgegangen. In Hoppala. Gelb. Genau, in Gelb. Hm. Ah, da habe ich schon oft getragen, wie man sieht. Gelb ist... ich würde es... Dir gefällt's? Ja. Was sagst du zur Qualität, Oma? Ist die Sonne gelb? Ja. Was sagst du zur Qualität? Ja, sehr gut, weich. Weich auf jeden Fall, aber so vom Stoff her? Auch gut. Mhm. Also deine Qualität ist immer gut. Wirklich. Also wenn die Oma sagt, dass das eine super Qualität ist. Ist das hinein? Das ist ein Print, Oma, ja. Mhm. Also die Qualität findest du wirklich gut? Ja, weil es geraut ist, gell? Mhm. Und warm. Okay. Was schätzt du, kostet der? Was haben wir jetzt schon gehabt? Ja, rein aus Bauchgefühl heraus, was könnte er kosten? Auch von Gallery Department. Geraut. Ich würde sagen 250. 250, 450, Oma. Kannst du uns das mal vorlesen? Nein. This product may have Wrinkles, beauty of this material, mm-hmm. please
Voice Care in Order to Accent. Perfekt, und was heißt das? Also bitte, bitte ordne dies zu Accent to Live. Mhm. Also Live ist Leben. Und richtig. Your Accent extra, glaube ich. Ja, kommt hin, Oma. Perfekt, super. So. Ich kann nicht. Ah, weil ich gerade die Rolex da habe. Was kostet die Uhr, glaubst du? Haben wir das schon mal, habe ich dich schon mal gefragt, was du glaubst, was die kostet? Ich habe sie wieder vergessen. Was glaubst du, kostet die? Ich würde es nicht nehmen. Warum nicht? Gefällst du nicht? Sehr. Ah, aber würdest du nicht tragen? Nein, ich habe ja Angst, dass ich es verliere. Ah, verstehe ich. Na, ich habe da keine Angst, Uhren zu verlieren. Das passiert mir nicht. Oder wenn ich irgendwo bin. Ja. Die kostet 10.000. 10.000 bist du gut dabei. 12.500 Oma. Also sehr gut geschätzt. Und die Tasche. Ja, die du hast einmal, habe ich dir glaube ich schon, du hast schon. Ja, diese Tasche und ich bekomme sie du nicht. Oma. Weil das ein Einzelstück ist. Das stimmt nicht. Ich könnte die Tasche auch nochmal kaufen für dich. Wirklich? Ja, aber Oma. Nein, jetzt hast du schon so viel gekauft jetzt. Warten wir zu meinem Geburtstag. Ich hoffe. Die kostet mehr als deine Golfmitgliedschaft. Ja, ich weiß es. Aber das ist die. Die Mama möchte es auch haben. Alle möchten diese Tasche haben. Super. Das heißt, zu Weihnachten hast du die Golfmitgliedschaft bekommen. Zum Geburtstag willst du jetzt noch die Tasche haben. Nein, ich bin bescheiden. Bleib mal beim Golfen. Das ist ja so toll. Was glaubst du, kostet die? Die kostet 2.000. Ja, richtig. Hast du das gemerkt, gell? Ja. Hast du gemerkt. Ich glaube, bei einer Sache, die du dann haben willst. Ja, warten wir noch ein bisschen. Vielleicht nächstes Weihnachten nochmal. So schön. Ja, nächstes Weihnachten Golfmitgliedschaft oder Tasche? Na, Golf. Okay. Ich war schon dreimal jetzt. Also das tut mir gut. Ja, ist in Ordnung. Ja. Wegen der Tasche schauen wir noch ein anderes Mal. Nein, da, ich bin bescheiden, ich bleib beim Golf, weil ist in das Ordnung. Ist eh viel. Ja, meine Lieben, ich möchte euch sagen, ich habe geschätzt und eines ist schief gegangen, das andere war wieder so richtig, aber mir gefällt das, dass ich das machen darf. Das tschüss. Hat auch... Okay, tschüss.